Ja, dann heiße ich Sie alle herzlich willkommen in unsere letzten Session zum Thema China, zum Thema China-Kompetenz, zur chinesischen Sprache und Kultur. Und heute haben wir in der Session das Thema China-Kompetenz. Das ist, hat ein spezielles Thema, wo es um das chinesische Bildungssystem geht, mit dem Bezug auf ein internationalen Austausch oder auch gerade in Deutschland ein sehr aktuelles Thema, die China-Kompetenz an Schulen. Zhenlan Li ist mein Name. Ich bin von der CDB Bildungs Consulting GmbH. Wenn Sie vielleicht auch schon bei anderen Sessions waren, haben Sie mich wahrscheinlich auch schon mal kennengelernt. Und ja, bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich gerne noch eine oder zwei Fragen auch an Sie stellen. Und zwar, Sie können gerne in den Chat schreiben, wo Sie sind und warum Sie sich für dieses Thema interessieren, ob Sie an einer Schule arbeiten, die eine Schulpartnerschaft mit einer chinesischen Schule aufbauen möchte, oder ist das vielleicht auch einfach Ihr persönliches Interesse? Also das würden wir sehr gerne erfahren. Und auch noch einen Hinweis möchte ich noch geben. Mein Kollege Herr Zhao steht im Hintergrund und er teilt die Präsentation und wird auch im Verlauf der Präsentation auch Ihre Fragen im Chat beantworten. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich nicht auf die einzelnen Fragen eingehen, damit wir innerhalb der 30 Minuten auch mit meinen Folien durchkommen können. Und dann wird mein Kollege parallel auch die Fragen beantworten. Und zum Schluss werde ich Ihnen auch noch einen Link zu einem Google-Formular schicken, damit wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können. Ja, dann worüber sprechen wir heute? Ich habe heute drei Unterpunkte vorbereitet. Die nächste Folie bitte, genau. Also einmal stelle ich Ihnen das chinesische Bildungssystem kurz vor, beziehungsweise einmal das Schulsystem oder schulische Bildung und einmal die Hochschulbildung. Und dann gebe ich Ihnen auch einen kurzen Einblick in die chinesische Erziehungskultur und danach kommen wir zum Thema Internationalisierung der Schulbildung, beziehungsweise wie eine deutsch-chinesische Schulpartnerschaft, ein deutsch-chinesisches Austauschprogramm gelingen könnte. Genau, ja, dann würde ich Ihnen erstmal das chinesische Bildungssystem vorstellen. Und zwar, ich möchte dann gerne anfangen mit der schulischen Bildung in China. Und dafür habe ich jetzt auch eine Tabelle erstellt, damit Sie auch gleich eine Übersicht bekommen können. Na, also wir fangen mal an mit Schulpflicht. Also in China dort die Schulpflicht auch wie hier in Deutschland 9 Jahre und nur ein bisschen anders aufgeteilt. In China dort dann die Grundschule erstmal 5 oder 6 Jahre. Je nach Region, es gibt da auch regionale Unterschiede. Wo ich die Schule besucht habe, hatte ich 5 Jahre in der Grundschule und meine Cousine 6 Jahre. Na, und dann hat man 3 bis 4 Jahre, je nachdem, also dann Mittelschule, die Unterstufe. Und nach der Unterstufe dann gibt es eine Abschlussprüfung, das ist so die sogenannte Zhongkao. Das ist halt auf der einen Seite die Abschlussprüfung für die Unterstufe und auf der anderen Seite auch die Aufnahmeprüfung für die Oberstufe. Und in der Oberstufe unterscheiden wir zwischen gymnastischer Oberstufe und berufsbildende Oberstufe. Und die meisten Schüler und Schülerinnen besuchen dann die gymnastische Oberstufe, um im Anschluss nach dem dritten Jahr, genau nach dem, also insgesamt gesprochen vom 12. Jahr, Schuljahr, dann an der Hochschulaufnahmeprüfung, an der chinesischen Hochschulaufnahmeprüfung auch
Gaokao genannt, teilzunehmen und dann, um an eine Hochschule studieren zu dürfen. Und Gaokao ist so die chinesische Abitur sozusagen. Und in einem anderen Bereich, berufsbildende Oberstufe, werden dann Fachkräfte ausgebildet für auf der mittleren Stufe. Genau. Und nach dem Schulbesuch, nach der Gaokao, nach dem Besuch der berufsbildenden Oberstufe, dann gibt es im Hochschulbereich zwei Arten von Hochschulen. Und zwar einmal sogenannte Junior Colleges. Das ist eine besondere Form der ersten Berufsbildung im tertiären Bereich. Also das heißt, die Schüler und Schülerinnen, wenn sie dort aufgenommen werden, bekommen sie eine dreijährige Ausbildung. Und das ist meistens eine vorschulische Ausbildung mit immer mehr Praxisanteil. Das heißt, also, das hat auch einen Bezug zu Deutschland, weil das Dualmodell, die Dualausbildung ist seit Jahrzehnten in China sehr bekannt und auch sehr anerkannt. Und dieses Modell versuchen viele Junior Colleges auch anzuführen und zu implementieren. Und dann haben wir auch in China auch die normale Hochschule, also die Bachelor und Master anbieten. Und am Bachelorstudium dauert in China statt 3 Jahre, sondern 4 Jahre und am Master meistens 3 Jahre. Und auch beim Hochschulstudium ist es überwiegend eine theoretische Ausbildung und Praxiserfahrung werden erst durch Praktika gesammelt und diese finden dann meistens in dem 4. Studienjahr statt. Ja, dann kommen wir weiter. Genau, was lernen die Schüler und Schülerinnen in China? Verpflichtfächer ab Grundschule sind Chinesisch, Mathe und Fremdsprache. Vor 3, 4, 5 Jahren hätte ich direkt Englisch geschrieben, aber jetzt schreibe ich Fremdsprache, in Klammer dann Englisch. Der Grund dafür ist der, dass seit 2017 auch weitere Sprachen wie Deutsch, Französisch und Spanisch gelernt werden können und die können auch in der Hochschulaufnahmeprüfung das Fach Englisch ersetzen. Das heißt, also Fremdsprache lernen die Schüler und Schülerinnen nicht nur Englisch, sondern die haben auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die sagen, ja, ich möchte gerne nach dem Schulabschluss dann in Deutschland studieren, dann lerne ich statt Englisch dann Deutsch. Und auch sehr verbreitet ist auch die japanische Sprache und viele wählen auch Japanisch als Leistungsfach in der Hochschulaufnahmeprüfung. Genau, dann gibt es Wahlpflichtfächer, das sind dann die Fächer Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geografie und Allgemeinwesen, so Politik, Wirtschaft und Philosophie. Und da mussten wir früher, als ich die Schule besuchte, dann mussten wir nach dem ersten Jahr in der Oberstufe schon uns für eine Fächerkombination entscheiden. Also das waren entweder naturwissenschaftliche oder dann die geisteswissenschaftliche Fächerkombination. Und mittlerweile ist das anders, ein bisschen anders geworden. Die Schüler und Schülerinnen dürfen dann aus diesem Fächerspektrum dann selbst auswählen, welche Fächer sie ablegen möchten als Leistungsfächer. Und genau. Dann gibt es natürlich noch Kunst, Musik, Sport und auch IT oder anders gesagt mittlerweile auch KI wird auch in China an Schulen sehr verbreitet und die Zentralregierung fördert auch die Verbreitung des KI-Unterrichts in chinesischen Schulen und was natürlich auch mittlerweile ein aktuelles Thema geworden ist, ist auch Arbeitslehre.
und damit zusammenhängend auch die Berufsorientierung, was ja, in meiner Schulzeit noch fehlte. Genau, und ja, dann kommen wir weiter. Genau, ja, hier habe ich jetzt ein paar Stichworte über die schulische Bildung zusammengestellt. Das ist einmal Frontalunterricht. Das heißt, die Lehrkräfte erzählen was und die Schüler und Schülerinnen lernen das auswendig. Und Interaktion gibt es zwar auch im Unterricht, aber ganz wenig. Und die Schüler und Schülerinnen konzentrieren sich meistens auf die Leistungsfächer und sie lernen auch sehr notenorientiert. Und das Ziel ist ganz klar, in der Hochschulaufnahmeprüfung gute Note oder möglichst viele Punkte zu erhalten, damit sie auch zu einem Studium an eine Top-Universität zugelassen werden können. Und mittlerweile werden auch sogenannte Zukunftskompetenzen immer stärker gefördert. Dazu gehören dann die Kompetenzen im MINT-Bereich und natürlich auch, wie ich vorher erwähnt habe, die Sprachkompetenz. Und ja, in China gibt eine weitere Besonderheit besteht auch darin, dass außerschulischer Unterricht bzw. Nachhilfe eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das bedeutet, wir haben auch in China einen großen sogenannten K12-Markt. Das heißt also der Elternmarkt. Das heißt, die Eltern sind bereit für deren Kinder Geld auszugeben, damit sie also Bildungsangebote annehmen können. Und diese sind auch meistens in Bezug auf Leistungsfächer in der Schule. Und das Ziel ist auch ganz klar, es geht nicht darum, die Kompetenzen zu entwickeln, sondern die Noten zu verbessern. Ja, und dann gibt es im schulischen Bereich in China auch sehr viel Stufen oder auch eine kleine Hierarchiestufen. Das sind also die beliebt sind die Schwerpunkte und Pilotschulen auf der Stadtebene oder auf der Provinzebene. Und was das bedeutet, das erläutere ich Ihnen gleich. Und dann gibt es seit 20 Jahren gibt es mittlerweile auch viele International Schools und auch private Schulen, die das öffentliche Bildungswesen auch ergänzen. Ja, und genau, wie ich auch vorher erwähnt habe, gibt es in China meistens einen Frontalunterricht. Und das heißt, die Lehrkräfte haben immer die Autorität und die Schüler und Schülerinnen lernen sehr gerne auswendig, um eine bessere Note zu bekommen. Und die Kreativität und auch die Schlüsselkompetenzen werden nicht so stark gefördert. Und was ich soeben auch schon kurz angesprochen habe, in China gibt es auch wenige Berufs- und Studienorientierung. Und ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, wie ich mich damals für mein Studienfach Germanistik entschieden habe. Das war halt einfach ein Zufall. Und da konnte niemand an der Schule mich beraten. Und meine Klassenlehrerin hat damals zu mir gesagt, ja, schreib irgendwelche Sprachen, die du lustig findest. Ja, und dann auch mangelnde Förderung der Schlüsselkompetenzen, die vor allem auch dann zu Problemen führen können, wenn diese Schüler und Schülerinnen zum Studium ins Ausland gehen. Genau, dann kommen wir weiter. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Erziehungskultur in China. Und wir sagen in China, Kinder sind unsere Zukunft und wir tun alles für unsere Kinder. Und das bedeutet ganz konkret, die ganze Familie
fühlt sich dazu verpflichtet, bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen. Und das heißt, die Großeltern übernehmen meistens die Aufgaben, die Kinder zur Schule zu begleiten und abzuholen oder auch die Mahlzeiten vorzubereiten. Und die Eltern sind meistens für die Betreuung der Hausaufgaben oder auch außerschulische Aktivitäten zuständig. Und weitere Familienmitglieder geben dann Rat oder auch sie begleiten die Kinder während des Schulbesuchs. Na, und hier habe ich einen Wochenplan von einem typischen chinesischen Schüler auch noch übersetzt. Wenn Sie sehen können, haben die Schüler in China meistens keine Freizeit. Und die einzige Stunde am Tag, die wir vielleicht noch als Freizeit bezeichnen könnten, ist dann zwischen 19 und 20 Uhr die Zeit für Unterhaltung und Abendessen. Und ansonsten geht es ja schon meistens los, schon ab 7.30 Uhr oder sogar noch früher. Und die fangen schon an mit dem Fremdsprachenlernen und dann gehen sie zur Schule, besuchen Schulunterricht und danach sollen die Bücher lesen und dann besuchen sie noch verschiedene Kurse, also Tenniskurs oder Sportkurs und Kalligrafie oder auch Malkurs. Ja, sie sehen, die Kinder bekommen sehr vielfältige Angebote und die Eltern sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und danach gibt es nochmal Fremdsprachenkombinationen und dann müssen sie noch Hausaufgaben erledigen. Wobei ich sagen muss, mindestens als ich noch an der Schule war, hat es immer länger gedauert als eine Stunde. Also das hat meistens 3 oder 4 Stunden gedauert. Weil wir hatten so 7 und 8 Fächer und für jedes Fach haben wir fast jeden Tag Hausaufgaben bekommen und das hat immer so 3 oder 4 Stunden gedauert. Genau, und ins Bett gehen dürfen die Schüler meistens erst ab 22 Uhr oder sogar auch später. Und auch am Wochenende haben sie keine Freizeit, sondern sie müssen weiter lernen. Also nicht mehr die Leistungsfächer, aber Japanisch oder auch Schwimmen. Genau, dann müssen die Schüler und Schülerinnen haben in China einen sehr anstrengenden Zeitplan in der Woche und nur an dem Sonntag, da steht ja offen oder flexibel oder keine feste Pläne, aber diese Zeit wird meistens auch verbracht in einem Nachhilfeunterricht. Genau, ja, dann nächste Seite bitte. Ja, was sind die Ziele? Was wollen die Eltern, was wollen die Familien erreichen, wenn die Schüler und Schülerinnen so viel Unterricht besuchen müssen, so viel lernen müssen? Die Ziele sind ganz klar, wie ich vorher auch schon angedeutet habe, die ausgezeichnete Leistungen in der Schule und dann auch Kompetenzentwicklung in allen Bereichen, um wettbewerbsfähig auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu werden und auch zu bleiben. Und ein weiteres Ziel ist auch, dass die meisten chinesischen Eltern, obwohl die berufliche Bildung in China seit Jahren auch aufgewertet wird, aber trotzdem wollen die meisten chinesischen Eltern, dass deren Kinder an eine Top-Universität studieren können und dann auch vielleicht sogar im Ausland studieren dürfen. Ja, und hier habe ich noch ein kleines Bild. Damit wird auch einiges an der Erziehungskultur in China
geklärt. Also dieses Bild zeigt, Sie sehen hier auf der linken Seite, wo ein Häuschen steht, das bedeutet ein, also Wohnung oder Wohnzonen in der Nähe von einer Schwerpunkt- oder Pilotschule. Das ist meistens eine Top-Schule in der Stadt oder in der Provinz. Und wer an diese Schule besuchen möchte, wer dort aufgenommen werden möchte, muss in dem Bezugsgebiet auch gemeldet sein. Und das heißt für viele Eltern, wenn die Eltern werden dann extra umziehen oder eine neue Wohnung kaufen, damit deren Kinder auch in diese Schule aufgenommen werden können. Und das ist sehr gerne auch als eine Investition angesehen. Und ja, dann das nächste Thema, Hochschulbildung in China, wie ich auch schon vorher schon erwähnt habe, haben die Bachelor- und Masterstudium, also ein Bachelorstudium dauert dann 4 Jahre und Master 2 bis 3 Jahre und die Hochschulzugangsberechtigung wird über die Hochschulaufnahmeprüfung erworben. Und vielleicht auch interessant zu erwähnen, in China findet eine Hochschulreform seit 2017 statt und deutsche Hochschulen für angewandte Wissenschaften werden als Vorbild angesehen. Und in dieser Hochschulreform steht auch die Internationalisierung im Fokus. Und genau. Ja, und dann komme ich auch gerne mal zu der Studienorganisation an deutschen und chinesischen Hochschulen. Sie werden auch sehen, da gibt es auch sehr große Unterschiede. Und in China leben die Studierenden direkt auf dem Campus und ein Studium hat meistens eine sehr klare Struktur und Vorgaben und auch eine feste Studienzeit. Deswegen nennen wir auch ein Studium ein reguläres, 4-jähriges Bachelorstudium. Und ein früherer Abschluss ist meistens nicht möglich. Und genau, dann wird auch in China eine andere Lernkultur. Und das heißt, alle prüfungsrelevante Lehrmaterialien werden auch bekannt gegeben, damit die Studierenden auch gezielt lernen können. Und ja, dementsprechend werden die Handlungskompetenzen nur sehr eingeschränkt gefördert. Ja, dann kommen wir weiter. Ja, dann kommen wir zum Thema Internationalisierung der Schulbildung. Ja, die Internationalisierung an chinesischen Schulen bedeutet, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, mehrere Fremdsprachen werden angeboten an chinesischen Schulen, damit die Schüler und Schülerinnen eine große Auswahl haben. Und dann werden auch mittlerweile nicht in allen Regionen, aber in meisten größeren Städten werden auch internationale Schulpartnerschaften auch sehr gerne aufgebaut. Und auch während den Ferienzeiten werden Schülerreisen ins Ausland organisiert, entweder von den Eltern oder auch direkt von den Schulen. Und ja, die Lehrkräfte an chinesischen Schulen haben mittlerweile auch, viele davon haben auch im Ausland studiert. Das heißt, sie haben einen ausländischen Studienabschluss und bringen ihre Erfahrungen auch in die Lehre an Schulen an. Und viele Schüler und Schülerinnen entscheiden sich dann auch für ein Auslandsstudium direkt nach dem Schulabschluss. Und
Dementsprechend werden auch die International Schools sehr beliebt und von vielen Schülern und Schülerinnen besucht. Ja, genau. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch kurz auf das Thema ansprechen, Schüleraustausch oder auch eine Schulpartnerschaft mit China. Genau. Wie ich soeben erwähnt habe, mehrere Fremdsprachen werden an chinesischen Schulen auch schon angeboten. Und das heißt, heutzutage ist das Chinesisch keine Voraussetzung mehr für eine gelingende Partnerschaft. Und auch die Lehrkräfte sind meistens in der Fremdsprache gut ausgebildet, dass sie auch in der englischen Sprache oder sogar auch in der Fremdsprache des Ziellandes, in unserem Fall dann Deutsch, sprechen. Und wichtig ist aber bei einer solchen Partnerschaft oder bei einer Zusammenarbeit, das Vertrauen aufzubauen, und zwar auf der persönlichen Ebene. Das heißt, die Person, die eine Partnerschaft koordiniert, die spielt eine entscheidende Rolle. Und nicht unbedingt die Schulleitung, sondern vielleicht auch jemand, die gerade für die Fremdsprache zuständig ist. Und wer eine persönliche Beziehung mit dieser Kernperson aufbauen kann, dann wird die Chance auch verbessert, dass eine Partnerschaft gelingen kann. Genau. Und dann gibt es auch noch einen wichtigen Punkt, dass die interkulturellen Unterschiede berücksichtigt werden müssen. Und diese bezieht sich nicht nur auf die Schulpartnerschaft, sondern auch vor allem auf das Alltagsleben. Das heißt, die interkulturellen Unterschiede könnten zu Kulturschock führen oder auch zu Missverständnissen. Und ja, zu diesem Thema kann man eigentlich ein Tagesseminar. Ja, zu diesem Thema kann man eigentlich mehrere Tagesseminare machen, aber ich zeige Ihnen gleich zwei Beispiele aus diesem Bereich. Und genau, und dann auch ganz wichtig ist auch, dass man die Interessen und auch Erwartungen vor der Partnerschaft auch abstimmen, damit sie auch nicht am Ende enttäuscht werden und traurig werden. Genau. Ja, wie die interkulturellen Unterschiede ein auswirken können. Ich zeige Ihnen zwei ganz kleine Beispiele in den beiden Richtungen. Und zwar einmal war ein Freund von mir in Deutschland und danach hat er die Fragen gestellt, die aus unserer Sicht sehr typisch sind. Das sind ja schon Sachen, die sehr fremd auftauchen, wenn Chinesen hier in Deutschland sind. Also, und nächste Seite. Und weitere kulturelle Unterschiede bestehen auch in dem Verständnis von Pünktlichkeit oder auch vom Vertrauen aufbauen oder auch von Beziehungen und. Genau, das sind halt alle Punkte, die berücksichtigt werden müssen, damit eine Partnerschaft oder auch eine Zusammenarbeit nicht daran scheitern. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon ganz am Ende. Und ich hoffe, ich konnte mit dieser Präsentation Ihnen ein paar Informationen mitgeben, die für Sie interessant wären oder hilfreich sind. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir können auch sehr gerne weiterhin in Kontakt bleiben, im Austausch bleiben. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie auch uns schreiben.
oder auch im Chat dann schreiben, dann werden wir auch versuchen, Sie weiterzuhelfen. Und falls Sie sich für eine Partnerschaft mit chinesischen Schulen haben, dann können Sie sich auch an uns wenden. Und ja, wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben können.